Ja, hallihallo, ich bin der Gentleman und begrüße euch auf Cloudplay. Auf der Xbox sind viele kleine Demos aufgetoppt, denn es ist gerade das ID at Game Fest, also Demo Game Fest. Und ich habe da mir ein paar runtergeladen und jetzt gucken wir uns am besten mal eins an. Und zwar Dead Relives. Irgendwas Horrormäßiges à la Resident Evil oder Co. Schauen wir mal. So, neues Game. Genau. Ich muss mich irgendwie gegen den Aztekengott wehren. Ne, gegen den da wahrscheinlich, Albtraum. Der sieht jetzt schon ein bisschen böse aus. Aber, ja. Spiel mit niedrigen Adrenalinspiegel, das ist schon mal geil. Adrenalin, oh ja, genau. Empfohlen auf Schwierigkeitsgrad. Nehmen wir mal. So, okay. Achso, fängt schon an. Ja, im Schrank oder so. Gedrückt halten, okay. Okay, Spiel gespeichert. Hat ein bisschen was von den Schreibmaschinen, ne? Bloß halt Papyrus. Der sieht irgendwie ungesund aus. So. Uah! Alter! Was waren da drin? Da war ein Skelett drin, oder? Hammer. Was ist rausgefallen, hä? Nee, okay. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Aber ich tipp mal, ich mach mal hier, dass ich wieder erschrecke. Nee, gut. Na gut. Also man kann sich auf jeden Fall vielerorts verstecken. Wird man wahrscheinlich auch müssen. Okay. Ist auch nur verstecken, ja. Oh, ey, die Soundkulisse, ey. Ja. Mom, where are you? Ja, Dolby Atmos, ne? 3D Audio. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt hier so rüberkommt im Stream. Ich bin mir nicht sicher, ob der das gut aufnimmt. Aber auf den Kopfhörern, uiuiui. Hier, Truhe. Ich kann mich in der Truhe verstecken. Okay. Ich fürchte, ich muss oft wegrennen. So oft wie man sich hier oder so viel wie man sich hier wirklich verstecken kann, ey. Kann man hier was lesen? Nee. Nee, da komme ich. Ach, da komme ich her. Ist die große Tür ja noch. Naja, mal gucken. Mal ich schneller rennen oder so? Nee, schleichen kann man. Ah doch. This place is huge. Ja, ist er. Auch verstecken. Boah, wie ich das hasse, wenn Rennen auf dem linken Stick, beim also Eindrücken linker Stick ist. Ist irgendwie nicht so cool. It's locked. Okay, verschlossen. It's locked. Spiel jetzt in Deutsch, aber startet in Englisch, muss man umstellen, mal so als Tipp für welche, die vielleicht die Demo selber probieren wollen und dann denken, warum ist das in Englisch? Ah, okay. Geht's weiter. I remember this for some
verify the miracle of the syringe. That seed belongs to me. I have to hide now. Jo, und nun? Bisschen wie bei Aliens und Tracker. Ja. Okay. Spürt man alles schön im Controller. Kann ich jetzt wieder raus? Ah ne, der kommt näher, ne? Ach komm, Mut zum Risiko. Okay, Spiel gespeichert, das ist schon mal gut. Stream. Ich will weg, ich will weg, ich will weg. Oh, der hat mich doch gesehen, oder? Okay, da war ich tot. Vielleicht sollte man, wenn man sich versteckt, nicht gesehen werden. Ist besser. So. So, was haben wir da? Okay. Komme ich jetzt hier wieder raus? Wie bist du? Wie? Okay. Ah. Okay. Okay, ein Opfergewand, mit dem er unsichtbar werden kann. Da hinten ist er. Ich spiele übrigens über die Series X, allerdings über Remote auf meinem PC, so damit ich das besser capturen kann. Also das gerade so der kleine Ruckler, den hat man wahrscheinlich lokal nicht. So, jetzt ist die Frage, was wird das hier? Wahrscheinlich muss ich mich da irgendwie mit diesem Opfergewand unsichtbar machen. Probieren wir mal. Wer hustet hier? Oh, das ist wahrscheinlich kein Priester. No, no, no! Autsch. Okay. Man stirbt scheinbar oft. So, machen wir das alles nochmal hier. Das gelesen haben wir zwar schon, aber wer weiß. Oh, ja, es ist echt nicht so schön hier. Oh ne, nicht schon wieder. No, no, no! Au, 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 au. Gut, okay. Also, difficult normal ist ganz schön hart. Ist die Frage, wie mache ich das? Dass der mich nicht sieht. Meine klar, ich kann mich hier stundenlang verstecken.
Obwohl er scheinbar nicht reinkommt, wenn er mich nicht sieht. Naja, gelesen haben wir das jetzt schon, danke. Dann nimm das Apfelgewand. Okay. Der hat mich einfach nicht gesehen. Ist ja wenigstens mal was. Jesus Christ, wasn't an ancient evil god enough? What the fuck are these? Tja, also das sind diese Priester zu sein. Jetzt weiß ich aber auch, warum es hier so viel zum Verstecken gibt. Weil er ist ja echt überall unterwegs hier. Okay, Quicktime-Event. Kommt mir irgendwie alles ein bisschen bekannt vor. Ich weiß aber nicht so richtig, mit welchem Spiel ich das verbinden kann, ehrlich gesagt. Ein bisschen Alien Isolation, allerdings. Naja, da ist schon irgendwie smarter gemacht, sag ich jetzt mal. So, gucken wir jetzt mal raus. Keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Gucken mal runter, weil das war vorhin, glaube ich, noch nicht offen. There must be a way out of here. Oh, wo ist der? Schaffe ich das noch? Okay, das scheint oben rum zu geistern. Wo hinter mir? So, okay. Drei Teile finden.
Rot-Grün-Lila, das sind die hier. Rot, Grün. Und da haben wir ja Lila, okay. Mal gucken mal. Where did I see these symbols before? Hab ich irgendwie noch nicht gesehen, aber gut. Boah, ey, der Controller, ey. Der vibriert so wie ein Herz quasi. Where did I see these symbols before? Alter, habe ich Glück, dass der nicht einfach mal guckt, ob jemand hinter der Tür ist. So. Okay, da war ich eigentlich schon. Komme ich auf die andere Seite? Da hinten. Komme ich aber nicht hoch, oder? Komme ich da hoch? Nee. So ein Geisterding. Auf der anderen Seite irgendwo. Komme ich irgendwo nach links oder rechts? Nö. Doch nicht, ne? Doch, da schon, oder? Ach ne, sah nur so aus. Gut. Dann gibt's nur den einen Weg. Da. Naja. Verdammt. Gut, aber schon ein Stückel weiter. Okay. Ja, ist gut. Mach mich tot. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob leicht nicht doch vielleicht besser gewesen wäre. Aber gut. There must be a way out of here. Oh, ne. No, no, no. Boys must lead me out of here, but which one? Showed itself to you. Come closer, Adrian. Come here. So, geht auf jeden Fall schneller. Die Türen jetzt aufkriege. It's locked. Tja, schön.
Nö. Gut. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Versuche. Oh, jetzt habe ich mich nicht mehr bewegt und er hat mich gesehen. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt zwei Versuche. Und dann legen wir das Spiel, glaube ich, erstmal ad acta, weil ehrlich, meins ist es nicht so wirklich. Also zumindest habe ich jetzt das Gefühl, dass es, naja, so eher Try and Error ist, sag ich jetzt mal. Ich meine, klar, man hat hier diesen Tracker und kann dann die durchaus sehen. Aber wenn man sich versteckt unter diesem Opferkleid, kann man den Tracker nicht mehr finden, also nicht mehr aufrufen. Und man muss sich scheinbar wirklich überall verstecken, warten und wieder ein Stück weiter. Zumindest scheint das so dieses Spielprinzip zu sein. My God. So. Okay, da hinten ist er. So. Also zumindest habe ich noch nicht so richtig raus, wie ich es schaffe, den vernünftig zu umgehen und nicht dauernd zu sterben. Oh, jetzt kommt er wieder. Meine Soundkulisse und so ist cool gemacht. Optik an sich auch okay, sag ich jetzt mal. Meine ist jetzt kein AAA-Game. Das sieht man schon. Mal gucken, der ist geradeaus. So, ich glaube, hier komme ich, genau, hier komme ich her. Achso, das war dieses Verstecken, okay. Okay, der macht Türen auf. Okay, da war ich auch schon. Ich könnte ja mal hoch, da ist grün. Vielleicht hat die Farbe mit diesen grünen ja was zu bedeuten. Oder auch nicht. Hallo?
Nee, oder? Der... Hat der mich jetzt... Der hat mich gehört, ne? Und mich jetzt gesehen. Nein. Und kaputt. Lead me out of here, but which one? I promise you, Infinity. Kann man eigentlich im Nachhinein den Schwierigkeitsgrad runtersetzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, sieht nicht so aus. Schade. Geradeaus. This must be a nightmare. Was die so machen, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Wahrscheinlich, wenn ich komplett auf Rot bin, dann, dass die dann melden und dann der Aztekenkurt kommt und mich dann wahrscheinlich holt, ne? Okay, verschlossen. Also die Musik scheint das wirklich schön anzukündigen, wenn er kommt. Also so gesehen ist das eigentlich nicht schlecht. Wahrscheinlich muss man sich eher ein bisschen an das Gameplay gewöhnen.
Okay, die scheint nicht so schlimm zu sein, wie ich gedacht habe. Da ist wieder ein Zweck. Oh, da hat er mich schon. Okay. Ja, ich glaube, wir haben so einen kleinen Einblick, wie das Spiel so ist. Ich stelle mich nicht gut an. Ja, ist vielleicht auch nicht unbedingt mein Spiel, muss ich dazu sagen. Aber es hat schon eine gewisse Atmosphäre, das muss man schon sagen. Ne? Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr die Demo gespielt habt und wie ihr so eine Spiele findet. Ich denke, ich werde mal auf den leichteren Schwierigkeitsgrad stellen, was normalerweise nicht so unbedingt mein Ding ist, aber naja, in dem Spiel brauche ich das wahrscheinlich. Und dann gucke ich mal, ob ich hier da ein bisschen weiterkomme, weil so dieses Dauergesterbe ist jetzt nicht unbedingt was für mich und das als Dark Souls-Spieler. Aber da habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen weiterkomme, was ich hier gerade noch nicht so richtig habe. Aber gut. Es ist eine Demo, ist noch nicht alles fertig. Man ist am Anfang, vielleicht muss man da auch erstmal ein bisschen reinkommen. Ich von meiner Meinung werde es erstmal hier belassen. Und ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer GameTheMan. Tschüss!